mit alledem. Es hat uns nur auseinandergerissen. Und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Nochmal von vorn. So, ich bin jetzt hier weitergekommen in der Quest. Ich habe praktisch den Wagen in die Luft gejagt und jetzt brennt alles. Jetzt haben die auch ihre Schlägereien aufgehört. Das Silo ist hier explodiert und jetzt müssen wir mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Also abgeschlossen ist sie noch nicht. Vielleicht mit irgendjemand reden? Okay. Was macht denn der hier? Okay, wir reden mal. Kinder, war eure Familie schon immer so streitsüchtig? Ja, schon. Aber hoffentlich ändert sich das jetzt. Auch wenn der Weg dorthin recht drastisch war. Danke. Ah, sehr schön. Ich hab schon gedacht, die Quest ist verpackt. Sehr schön. Servus, Leute. Es ist besser so. Unsere Väter würden sonst ewig streiten. Unsere Eltern waren mal zufrieden. Vielleicht sorgt das für Gleichgewicht und es geht nicht mehr nur um Geld und verletzten Stolz. Sehr schön, dann würde ich sagen, gehen hier her und dann gehen wir hier hoch. Genau. Das ist, glaube ich, ein guter Weg. Also, hier ist praktisch so ein Wagen an der Wand. Da ist ein bisschen was noch übrig und da stehen halt ein Haufen, ja, so Uhren drin, so Fässer. Und die habe ich halt in Luft gejagt. Und ja, das war anscheinend der Schlüssel zu der Quest. Gut, dann immer weiter. 20. Folge übrigens jetzt schon. Und das haben wir Spielzeit, ich glaube, auch so circa 21 Stunden. Wie gesagt, ich mache immer ab und zu auch die Schätze so ein bisschen offscreen. Deswegen haben wir halt ein bisschen mehr Spielzeit. Schauen wir mal das nächste Rätsel. Ah, wir sollen wieder Pilze essen. Oder? Okay, das Rätsel ist mir neu, oder? Ich muss die Wuffingers davon unterrichten, dass ihr unter ihnen lebt. Durch die Spuren der Nephilim, der riesigen Krieger, die in alten Zeiten für den Herrn kämpften. Sie haben uns seine Gegenwart auf Erden hinterlassen, damit wir sein Licht empfangen können. Das Licht der Engel, das aller Welt eingegossen wurde. Ich spüre seine Macht. Er bedeutet mir seine Liebe und beruhigt mich. Ich erwidere sie mit meinem Glauben, meiner Frömmigkeit und werde einen seiner Stimmen. Okay, warte mal. Das ist vielleicht das richtige Zeichen. Thank you.
müssen wir hier machen? Davon unterrichten, dass er unter ihnen lebt, durch die Spuren der Nephilim, der riesigen Krieger, die in alten Zeiten für den Herrn kämpften. Sie haben uns seine Gegenwart auf Erden hinterlassen. Wir sein Licht empfangen können, das Licht der Engel, das aller Welt eingegossen wurde. Ich spüre sein... Warte mal. Ach, ich habe gedacht, hier oben ist irgendwas. Muss ich das Zeichen vielleicht irgendwie zusammensetzen? Ah, jetzt. Merkwürdige Kräfte durchfließen diesen Ort. Coole Sache. Wächst nicht immer das Gleiche. Kern der Haus und abgeschlossen. Ubisoft. Ah. Naja, komm. Okay, dann gehen wir hier weiter. Haben wir schon eine Landesgrenze? Der Zaun ist wahrscheinlich die Grenze, oder? Oder die Straße halt. Hier wird es nämlich gleich kriminell. Hier drinnen. So, dann ab zum letzten Questziel. East Sixe. Okay. Da ist auch unser Buch. Priester macht mehr Wind als ein Hagelsturm. Er darf nicht weiter Gift und Galle speien. Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Okay. Die gleichen Fragen wieder stellen. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrum nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Du warst dabei, als Gudrum Soma zur Statthalterin von Grantabrück ernannt hat. Wie hat sich das angefühlt? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht.
Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Eine gute Unterhaltung, Leaf. Kümmern wir uns jetzt um Wigmunds Mann. Könnte richtig, vielleicht richtig. Ihr Birner Wigmunds sein. Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Okay. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Eigentlich greife ich lieber offen und gerade heraus. Für dich probiere ich gerne etwas Neues. Hey, wer bist du? Ollivander! Hey, Moment! Weil der Priester wird halt. Dann wird er wahrscheinlich in der Kirche sein. Wigmunds Priester ist in der Kirche. Warte, die parieren. Das ist halt One-Shot, gell? Wenn wir sie parieren können. Okay, wir gucken mal. Wachen! Hilfe! Hilfe! Wigmund hätte euch alle bei der ersten Gelegenheit töten sollen. Wir sollten gehen. Ja, jetzt werden wir das Blut. Sage ich schon, das Buch. Brandpulverfalle. Okay, was macht die? Was war das hier nochmal? Okay, wir nehmen mal den raus. Zuweisen auf den da. Müssen wir ausprobieren. Meter. Hier ist noch irgendwo ein Schatz. Den müssen wir uns natürlich erst holen. 71. Sehen werde, ist Ärger. Ja, kommen wir so nicht raus. Dann gehen wir oben lang. Ich
Okay. Reichtum erworben. Schlüssel aufnehmen. Okay, ich weiß, wir sollen entkommen, aber ich würde mich ja noch ein bisschen umschauen. Für was habe ich die Schlüssel bekommen? Jetzt Vorräte. Okay, dann gehen wir halt mal raus. Schauen, wie die Quest weitergeht. Sprich mit Liv. Das Wetter passt auch schon wieder super hier. Permanent Regen, Mensch! Gut gemacht. Wir haben Wiegmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Wir sehen uns in Grantabrück. Der Gestank des Verrats. Neue Quest. Okay, wir werden wahrscheinlich nach Grantabrück müssen. Aber was ist das hier? Ist das die Festung oder soll... Ach so, hier ist ein Gegner. Das wird wahrscheinlich ein Elite-Gegner sein. Schauen wir mal, ob wir den snacken können. Da habe ich glaube schon mal gegen seinen gekämpft, da hatte ich keine Chance. Alter. Na, ja, das war einfach mal Stärke 90. Alter. Die regen wir am meisten auf, wie die Penner. Dann wird es nicht mehr dauern. Alter!
Ich sehe gar nichts. Stärke 90, das ist schon heftig. Ja, die kann ich nicht ausweichen, okay. Alter, keine Chance. Vor allem der Schaden kommt auch nicht gut, also. Okay. Stufe 90. Ja, den muss ich mir ein bisschen bewahren. Ich könnte ja eigentlich mal 51. Okay, wir kommen jetzt hier gar nicht weiter, oder? Ach. Die verbunden. Weg des Bären. Ja, da haben wir die Rüstung noch nicht. Nahkampfschaden. Fernkampf. Okay. Stufe 58. Okay, wir schauen mal auf die Welt. Schauen, ob die Tore offen sind. Jetzt! Für den Mord wirst du bezahlen! Hallo? Das sind aber Bs. Von mir erfahrt ihr nichts. Gar nichts. Ungeziefer. Eivor, der Plan hat funktioniert. Einer von Wigmunds Anführern. Ich fand ihn schnüffelnd bei Grantas Hätte. Denk dran, du musst ihn nicht umbringen. Hab einfach Spaß mit ihm. Ich bin im Langhaus und plane die nächsten Schritte. Armer kleiner Junge. Weißt du nicht, wo dein Papa ist? Hm? Gottlose Heiden. Grantabrück liegt im Land von Lord Wigmund von Walledane. Die Stadt gehört rechtmäßig ihm. Armer Soldat. Er weiß gar nicht, was Heiden solchen gottgläubigen Männern wie ihm antun. Anscheinend kennt er die Geschichten nicht. Wir können ihn ja belehren. Sieh dir diese riesigen Hände an. Die geben ein hübsches Paar Handschuhe ab. Und sein Herz erst. Das Herz eines so großen Burschen kann eine sechsköpfige Familie eine Woche lang ernähren. Schneiden wir ihm die Kehle auf und bewässern den Garten mit seinem Blut. Herr im Himmel, nein! Er ist auf der Insel Ege. Aldermann Wigmund ist da im Kloster. Ich schwöre es. Ich hätte gedacht, dass es die ganze Nacht dauert. Fesseln wir ihn und lassen ihn verrotten. Ihr verdammten Dänen! Der Herr wird euch aus diesen Landen vertreiben. Euch alle! Möge Gott euren Seelen... Oh! Diese diebische Ratte hätte uns verfluchen können. Das wollte ich nicht riskieren. Christen verfluchen nicht. Ja, nicht, dass er der Verräter ist. Also auf der Insel Ilge. Ich erstatte Soma Bericht.
Okay. Sprich mit Soma. Hä, was ist denn das? Nimm mich auf. Und ich zeige dir, dass ich so stark bin wie Thor. Hä? Skjöld hat von deinen Erfolgen gehört und wäre geehrt, sich deinem Clan anschließen zu können. Jungs sind ehrbare Krieger, die einem streng folgen und ihr Leben im Kampf verschrieben haben. Sie kämpfen an deiner Seite, solange du sie bezahlen kannst. Kämpfe an meiner Seite. Für die Beute, für den Ruhm und für Valhall. Keine Ahnung. Ich würde selbst Thor unter den Tisch. Eivor, was hatte Wigmunds kleiner Bursche zu erzählen? Wigmund hält sich im Kloster auf der Insel Elge auf. Versteckt sich bei den Kirchenmäusen. Dann müssen wir einen Angriff planen. Doch ich greife nicht an, solange der Verräter, der ihm hörig ist, noch unter meinem Dach weilt. Was hast du erfahren? Birna war einst Schmugglerin. Das ist kein sonderlich ehrenvolles Leben. Selbst die Geringsten unter uns haben Ehre. Das wissen wir Dänen wohl am besten. Birna ist in dich verliebt. Nicht erwiderte Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Birna war schon immer unberechenbar. Doch sie ist zu einer Kriegerin geworden, die sich nicht von Gefühlen in die Irre führen lässt. Okay. Leaf wünscht sich, er wäre auch Anführer geworden. Und jetzt an deiner Stelle. Leaf genießt einen hohen Stellenwert in meinem Clan. Als Schiffsbauer kann ihm niemand das Wasser reichen. Und das weiß er auch. Ganz kurz, Leute. Gleich wieder da. Und Reh. Leaf missbilligt die Art, wie du Grantabrück führst. Unter mir blüht diese Stadt auf. Zum Beispiel als geschäftiger Hafen für seine Langschiffe. Leaf sagte, seine gelbe Farbe sei gestohlen worden. Gelbe Farbe ist schwer zu bekommen. Er war außer sich, als das passierte. Galen nimmt seine Visionen wichtiger als alles andere. Es grenzt an Besessenheit. Visionen sind wie Wolken. Jeder Mensch sieht etwas anderes in ihnen. Und Galen misst ihnen hohe Bedeutung bei. Ja, ich habe gedacht, du sollst was rausfinden. Galen sagte, er sei halb tot gewesen, als du ihn gefunden und sein Leben gerettet hast. Ja, die Menschen hielten ihn für verflucht. Er trieb im tiefen Wasser. Aber hat es nicht jeder verdient, ans Ufer gezogen zu werden? Okay. Andere Verdächtige? Ich glaube, wir haben genügend Beweise. Du warst sehr gründlich. Wer ist der Verräter? Ich sag Birna. Birna hat dich verraten. Bist du dir sicher? Ich weiß es auch nicht. Ja, mach doch. Das wird das Schwerste, was ich je tun musste. Bleib bei mir, Eivor. Ich brauche dich. Keine Ahnung. Wie gedenkst du damit umzugehen? Wie es eine Jarlskona muss.
Also ich glaube schon, dass es die ist, also... Meine Familie, mein engster Kreis. Heute sorgen wir dafür, dass das, was uns widerfuhr, nicht noch einmal geschieht. Wir beenden Wiegmunds Leben. Doch nicht alle von uns. Denn man überlebt den Winter nicht mit einer Ratte in der Vorratskammer. Alter Schwede, ich bin jetzt verantwortlich dafür. Birna, du hast mich verraten. Nein. Warte, das hätte ich doch nie... Niemals. Mir war hier immer warm ums Herz, trotz der Kälte. Du liebst mich nicht so, wie ich dich liebe. Aber ich bin verliebt und nicht besessen. Du liebst mich? Du bewunderst mich? Selbst unter der Klinge würde ich alles tun, um bei dir zu bleiben. Alles. Du würdest alles tun, um einen Vorteil zu erlangen. Alles sagen, um weiterzuleben. Diese Fähigkeit schätzte ich einst an dir. Alter Schwede. Ja, aber ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Leaf, Gale, bringt sie weg. Fühlt sich an, als hätte ich mir einen Arm ausgerissen. Wiegmund verdient den Tod. Aber ihn zu töten, wird deine Familie nicht wieder vereinen. Glaubst du, das wüsste ich nicht? Es geht um die, die mir folgen. Wer sich mir anschließt, leistet einen Eid. Und wer ihn bricht, muss leiden. Wir schlagen am Rand der Insel Ilge unser Lager auf. Triff uns dort. Keine Ahnung. Sie trägt die Bürde der Verantwortung auf der einen Schulter, die Liebe ihrer Leute auf der anderen. Dieser Verlust brachte sie aus dem Gleichgewicht. Es wird Jahre dauern, die Verbindung zu ihren Leuten zu heilen. Und doch ist sie von einer Last befreit, erleichtert. Sie ist eine Anführerin, keine Freundin, Eivor. Ihr Fehler war, dass sie dachte, sie könnte beides sein. Los doch, fordere mich heraus! Quest abgeschlossen. Neue Quest, die Insel der Aale. Okay, wo müssen wir hin? Da oben. Wir haben aber zu Fuß gehen, weil wir werden dann natürlich gerne noch snacken. Nicht alle, oder? Dann geht's weiter. Wenn man es reit hier. Komisch, weil ich weiß nicht, ob man jetzt was falsch machen konnte mit der Quest. Und ich bin gespannt, wie lange es jetzt noch dauert, dass sie sich halt uns anschließt, unserem Rabenclan. Oder dass wir halt ein Bündnis haben. Ich denke mal, wenn wir den. Sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Den Typ hier erledigt haben. Seiten, strengt euch an! Seid achtsam, wir schaffen das!
Schon wieder 2 Fähigkeitspunkte. Der trifft mich ja. Alter. Wir bringen Gottes Gnade. Du entkommst nicht, du räudiger Köter. So. Dann holen wir uns mal das Schätzelein. Meter, hier ist noch was. Oh, finde einen Schlüssel. Ah, da hinten. Sauer, Truhenschlüssel. Nein, wo kommst du denn hier? Wo die mal herkommen, ich verstehe das immer nicht. Axt. Die schauen wir uns doch gleich mal an, würde ich sagen. Das Inventar. Da ist die Axt. Ja klar, ich meine, die ist natürlich... Angriff wird nach jedem Treffer erhöht, maximal 10 plus 2 Angriff. Rune, wenn wir jetzt... Komm, wir tun die jetzt mal rein. Wir können ja immer noch switchen. Okay. Haben wir denn eh schon hier wieder alles? Ja, dann können wir uns nämlich gleich hier das Rätsel noch snacken. Snack, snack.
Reittätig. Ah, wegen dem Sperrgebiet. Okay, da wird wieder was auf den Bäumen sein. Eine Kiste oder so wahrscheinlich. Kind. Wurde euer Haus mit Gestank gestraft? Ich wünschte, ich könnte lachen, aber... Oh, ja, es stimmt. Den Geruch hat der Teufel gesendet. Der Teufel, dessen Leibesfrucht ich bin. Oh, dieser Gestank. Er tunkt seine Pfeile in Kot und wäscht sich neben... Er sagt, das bringt ihm Glück. Wir müssen den Vaters Scheißhaus ersticken. Den Kot bewahrt er in diesen Kisten auf... Okay. Der zum schlimmsten aller üblen Gerüche vergoren ist. Oh, wie das stinkt. Oh. Das ist doch eine Falle. Kiss out, bitch. Mal schauen, ist... Ich kann mir keine Fehler erlauben. Wollt ihr das hinbringen? Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Das Einzige, was mein Leben vor diesem alles zersetzenden Mies schützen kann. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Oh. Alter! Ein bisschen Papieren. Nein, geh hier raus. Wundervoll. Das Haus ist wieder bewohnbar. Alter Schwede. Die Kisten sind fort. Aber meiner Erfahrung nach muss man die Quelle beseitigen. Sonst kommt der Gestank zurück. Mein Vater, Schiedwald, er ist ein berühmter Bogenschütze. Aber er wäscht sich nie, nie.
Ich stelle ihn zur Rede, diese Eiterbeule. Mutter, ich hole Vater zurück. Es reicht mir. Veränderung liegt in der Luft. Buchstäblich. Gehen wir mal nach. Vater, der Krieg ist vorüber. Unser Haus ist sauber. Du kannst aufhören, alles voll zu stinken. Geh baden. Ich kann nichts dafür, dass mein Dreck nützlich ist. Mit Scheiße sind meine Pfeile tödlicher. Im Krieg hat sich niemand beschwert. Alter Schwede. Ich glaube, wir müssen ein bisschen nachhelfen da oben. Eines Tages werde ich untergehen. Aber mein Heldenduft bleibt bestehen. Er gibt mir besondere Kräfte. Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Mir meinen göttlichen Schmutzpanzer. Mein Clan, der Schlammkrieger, wird mich sicher. Wir können ein Leben ohne die Giftwolken leben, die er einst verströmte. Gepriesen sei der Herr! Mein schöner Schiedwald ist aufs Neue getauft. Mein Liebster! Endlich bist du sauber und unser Haus auch. Komm her, endlich kann ich deine Haut wiedersehen. Wie fühlt es sich an, sauber zu sein, Schiedwald? Dieses Gefühl der Sauberkeit ist seltsam. Ich war glücklich als verwahrloster Dreckspatz. Nach Eitelkeit hat es mich nie gedürstet. Das eigene Verlangen steht nicht immer im Einklang mit dem der Götter, der Familie und der, naja, Bettgenossin. Es kommt mir vor, als hätte ich mein kriegerisches Ich verkauft. Die Scheiße inspirierte meinen Bogen. Meine Kacke-Pfeile säten Angst in den Nasen meiner Feinde. Deine Pfeile werden sicher weiter ihr Ziel finden. Deine Treffsicherheit hast du dir nicht abgewaschen. Das wird die Zeit zeigen. Leb wohl. Kackepfeile. Okay. Oh, das ist der hier schon wieder. Obwohl, es könnte aber der hier auch gewesen sein, ne? Von Stärke 90. Den zeigt er mir nicht an. Kendall. Komm, wir schauen mal zu dem hin. Vielleicht ist der nicht so stark. Jetzt haben wir auch mal Glück. Aber wer ist das von den... den Alt 92? Das ist doch beschissen. 90 Kendall. Gehen wir gleich mal. Naja, da muss ich noch ein bisschen größer werden. Das wäre der letzte Reichtum auf der Karte. Thank you.
Wachen entgeht nichts. Ah, habe ich schon. Gut, damit wäre das abgeschlossen. Gut, dann jetzt würde ich aber sagen, machen wir an der Stelle Schluss und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich werde noch ein bisschen schauen, offscreen, dass ich hier die Sachen noch erledige, was noch fehlen. Genau, und in der nächsten Folge machen wir dann auf jeden Fall hier mit der Quest weiter. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.